Hi zusammen. Im heutigen Video sprechen wir über das Thema Studienfinanzierung, denn je nach Standort und Hochschule kann das Studieren ziemlich teuer werden. Was dich eigentlich kostentechnisch so alles erwartet und wie du dich am besten finanzierst mit Hilfe von BAföG, Krediten, aber vor allem Stipendien, das erfährst du alles in diesem Video heute von Laura. In diesem Sinne, ganz viel Spaß. Laura, cool, dass du dabei bist. Vielleicht kannst du dich ja einmal ganz kurz vorstellen. Wer genau bist du eigentlich? Hi Michi, ja, vielen Dank für die Einladung für das Video. Wie gesagt, ich bin Laura, ich bin 25 Jahre alt und studiere Medizin im letzten Jahr im wunderschönen Gießen. Ich interessiere mich in meinem Studium besonders für die Themen Global Health und internationale Medizin und die gleiche gesundheitliche Versorgung aller Menschen. Und ansonsten bin ich in meiner Freizeit eigentlich eine ziemlich normale Person. Also ich koche gerne, ich treffe mich gerne mit FreundInnen und mache Yoga. Bevor wir über die verschiedenen Wege sprechen, wie man sich denn am besten das Studium finanziert, eine wichtige Frage natürlich vorweg. Was kostet denn eigentlich so ein Studium im Schnitt? Ja, das ist eine sehr gute, aber ehrlich gesagt auch sehr schwierige Frage, weil das natürlich total von den individuellen Lebensumständen und Ansprüchen an den Lebensstandard abhängt. Aber vielleicht so ein kleiner Überblick, auch hier mit der Grafik, was an Kosten überhaupt anfällt. Man kennt das vielleicht nicht, wenn man bisher nur zu Hause gewohnt hat. Da muss man sich um sowas meistens ja nicht so kümmern. Genau, also was immer anfällt, ist irgendwie die Miete, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt. Das ist unterschiedlich, je nach der Stadt oder ob in der WG oder alleine wohnt. Dann muss man eigentlich immer Semesterbeiträge zahlen. Die sind unterschiedlich hoch, abhängig von der Uni. Natürlich muss man sich vielleicht irgendwie versichern. Man will in der Freizeit auch irgendwie was unternehmen. Das kostet Geld. Lernmaterialien sind unterschiedlich teuer, ob ihr jetzt Bücher braucht oder irgendwelche Online-Zugänge. Und natürlich auch Internet, Handy und auch die GEZ darf man nicht vergessen. Genau, das dient jetzt eher so als groben Überblick, was man vielleicht alles im Hinterkopf haben sollte, wofür man Geld ausgeben muss. Wie gesagt, das ist für jeden von euch sehr unterschiedlich, weil ihr verschiedene Ansprüche habt, verschiedene hohe Unterstützung auch vielleicht von zu Hause bekommen könnt. Man sollte das aber realistisch betrachten, damit man das nicht unterschätzt. Und vielleicht so als Tipp von mir, ich habe die ersten Monate immer versucht, meine Ausgaben zumindest grob ein bisschen aufzuschreiben, dass ich am Ende des Monats einen kleinen Überblick habe, für was habe ich Geld ausgegeben und wie viel, damit man vielleicht, wenn man denkt, oh, es war echt ein bisschen doll diesen Monat, nochmal schauen kann, wo kann ich vielleicht nächsten Monat ein bisschen mehr einsparen. Und welche Möglichkeiten habe ich dann, wenn ich mir mein Studium nicht ohne weiteres finanzieren kann? Vielleicht so als Grundsatz natürlich die Idee zu versuchen, die Ausgaben ein bisschen zu reduzieren. Wie gesagt, kann man vielleicht mit einer Monatsübersicht ganz gut den Überblick behalten und dann gleichzeitig die Einnahmen zu steigern. Das hört sich relativ simpel an, aber muss man trotzdem im Hinterkopf haben. Und wir wollen uns in dem Video jetzt darauf konzentrieren, wie kann ich meine Einnahmen steigern und euch drei wichtige Punkte vorstellen. Das sind einmal das BAföG, ein Bildungskredit und als letztes das Stipendium. Man kann natürlich auch arbeiten gehen während des Studiums und ich habe da höchsten Respekt vor allen, die das tun, weil das ist auch sehr zeitaufwendig und man muss das gut koordinieren können. Dann lass uns doch gerne mal mit dem BAföG starten. Was genau ist BAföG, wer bekommt es und wie funktioniert das Ganze eigentlich? Genau, vom BAföG hast du ja vielleicht schon mal gehört. Das ist eine Abkürzung und steht für Bundesausbildungsförderungsgesetz. Hört sich relativ kompliziert an, bedeutet aber eigentlich nur, dass der Staat dich finanziell unterstützt, während du studierst, weil er das eben cool findet. Und die Idee dahinter ist, dass du während deines Studiums Geld bekommst und dann später nur einen Teil davon wieder zurückzahlen musst. Und zwar bekommst du 50% einfach so, das heißt geschenkt quasi, das finde ich eigentlich ziemlich nice. Und die anderen 50% musst du dann später nach deinem Studium wieder zurückzahlen. Das geht ohne Zinsen und man fängt normalerweise an, 5 Jahre nachdem die Förderung geendet hat, das zurückzuzahlen. Es gibt dann noch so verschiedene Angebote, wenn man früher anfängt, das zurückzuzahlen oder wenn man es auf einen Schlag zurückzahlt, dass man vielleicht doch nochmal ein bisschen weniger, also quasi nochmal einen Rabatt bekommt. Man kann das beantragen beim BAföG direkt, das ist aber relativ kompliziert. Das meiste ist auch noch auf Papier. Ich glaube, das soll jetzt immer digitaler werden. Am besten, ihr wendet euch an das Studierendenwerk eurer Uni. Das sind ausgebildete Leute, die sich mit verschiedenen Belangen der Studierenden super gut auskennen und euch da ein bisschen helfen können, damit ihr nichts vergesst, alles fristgerecht einreicht. Wer kann das überhaupt beantragen? Das können alle Menschen, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder ein Daueraufenthaltsrecht in Deutschland und an einer deutschen Hochschule oder Uni studieren. Und vielleicht das Allerwichtigste, wie viel Geld kann ich da überhaupt bekommen? Das ist relativ stark davon abhängig, wie viel Geld ihr selbst verdient oder eure Eltern oder wie viel Einkommen eure Eltern oder ihr selbst habt. Man kann das unverbindlich ausrechnen auf bafög-rechner.de, wie viel man da wahrscheinlich bekommen könnte. Der allerhöchste Satz sind 934 Euro im Monat, was ganz schön viel ist. Also das finde ich cool, dass der Staat einen da so unterstützt. Und was vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist, man kann auch parallel arbeiten. Man darf normalerweise einen gewissen Betrag im Jahr erwirtschaften und das rechnet man dann grob runter. Ich glaube, es sind ungefähr 520 Euro im Monat, die man noch so dazu verdienen darf, ohne dass es irgendwelche Beiträge gibt, also irgendwie was abgezogen wird von dem BAföG, das ihr bekommen könnt.
Angenommen, mir steht nur ein geringer Satz zur Verfügung oder ich bin gar nicht BAföG-berechtigt. Welche Möglichkeiten habe ich dann? Wie funktioniert das Ganze zum Beispiel mit den Krediten? Guter Punkt, Michi. Die Bildungskredite sind auch eine wichtige Säule, wie man sich das Studium finanzieren kann. Es gibt von den verschiedenen Kreditinstituten meistens spezielle Konditionen für Studierende. Am besten, man informiert sich da mal online in verschiedenen Vergleichsportalen. Und es gibt auch einen Bildungskredit vom Staat. Genauere Infos unter bildungskredit.de. Das Kreditvolumen beträgt da zwischen 1.000 und 7.200 Euro und man kann die Monatsraten ziemlich individuell anpassen und beginnt normalerweise 4 Jahre nach der ersten Auszahlung mit der Rückzahlung. Die Zinsen sind sehr niedrig, das heißt, das ist auch relativ attraktiv und man kann das vor allem mit dem BAföG kombinieren. Und vielleicht noch als Tipp, es gibt auch Kredite, die proportionell an euer Einkommen gekoppelt sind. Oft bei teureren Programmen oder privaten Unis, dann über Auswahlseminare und Interviews kann man das erhalten. Bevor wir jetzt gleich zu den Stipendien kommen, würde ich noch einmal ganz kurz gerne auf das Thema Arbeit im Studium verweisen. Das Studium ist natürlich recht zeitintensiv und anstrengend. Das ist klar, viele entscheiden sich aber dennoch in ihrer Freizeit dazu, etwas dazu zu verdienen und einem Job nachzugehen. Dabei hast du viele verschiedene Möglichkeiten. In den vorlesungsfreien Zeiten bieten sich vor allem Ferienjobs und Praktika an. Gerade in der Produktion, in der Industrie kann man durchaus ganz gute Stundenlöhne bekommen und auch ein Praktikum kann sich wirklich lohnen. Im Master kriegst du hier wirklich teilweise schon 2.000 bis 3.000 Euro monatlich, was natürlich schon ein sehr gutes Gehalt ist. Im Bachelor sollte man eher von 1 bis 1.500 Euro monatlich ausgehen, aber auch das ist durchaus möglich, je nachdem natürlich für welche Branche du dich interessierst oder für welches Unternehmen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, sich als studentische Hilfskraft oder als Werkstudent in ein Unternehmen einzubringen für etwa 10 bis 20 Euro die Stunde, je nach Qualifikation. Bei 10 bis 20 Stunden die Woche kommt hier auch einiges zusammen. Dazu gibt es dann natürlich noch die klassischen Jobs, wie zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse oder auch etwas ausgefallener, zum Beispiel wenn du Medizin studierst, in einem Schlaflabor. Zu guter Letzt auch der Hinweis, dass es sich lohnen kann, unternehmerisch tätig zu werden und quasi auf selbstständiger Basis etwas dazu zu verdienen. Ich kenne zum Beispiel eine Menge Leute, die Websites für Kleinunternehmen in ihrer Region gebaut und betrieben haben oder mit ihrem YouTube-Kanal durchgestartet sind oder, keine Ahnung, ein eigenes Kartenspiel entwickelt haben. Ich selbst zum Beispiel habe Social-Media-Aufträge an Fitnessstudios verkauft, einfach die lokale CleverFit-Filiale angerufen, gefragt, ob die Bock hätten, dass ein Student was für die macht und Instagram-Posts erstellt. Und das war dann quasi mein Nebenverdienst. Hier kannst du gutes Geld dazu verdienen und bist nach oben technisch gesehen gar nicht limitiert. Und außerdem hast du einen Vorteil, weil du natürlich jung bist und so ein bisschen damit spielen kannst, dass du eben noch nah an der Zielgruppe dran bist zum Beispiel oder auch nicht ganz so viel verlangst wie eine professionelle Agentur. Alles, was du brauchst, ist natürlich eine Fähigkeit, die einen gewissen Mehrwert schafft. Und hier hast du mit dem Internet natürlich nahezu unbegrenzte Möglichkeiten und kannst fast alles kostenlos lernen. Es gibt also super viele Möglichkeiten und je nach Tätigkeit lernst du wirklich abgesehen von dem Geld eine ganze Menge dazu und baust den coolen Lebenslauf auf. Achte nur bei jeder Tätigkeit darauf, dass du im Rahmen der gesetzlichen Limitierungen arbeitest. Das betrifft sowohl die Steuer als auch zum Beispiel die Anzahl an Stunden, die du in der Woche arbeitest oder auch das Geld, das du einnimmst. Je nachdem wirst du nämlich steuerlich anders behandelt oder musst zum Beispiel dich selbst versichern bei der Krankenkasse. Damit aber auch wieder zurück zu dir, Laura. Wie sieht es denn eigentlich mit den Stipendien aus? Ja, vielleicht vorneweg zu dem Thema. Also bewirb dich immer für ein Stipendium. Trau dir das ruhig zu. Es gibt so viele verschiedene Stipendien mit verschiedenen Ausrichtungen, dass ich mir sicher bin, dass da irgendwas Passendes auch für dich dabei ist. Man hat vielleicht immer so im Kopf, man muss extrem gut in der Schule sein, man muss total der Nerd oder die Überfliegerin sein, aber das stimmt so eigentlich gar nicht. Als kleiner Überblick, es gibt 13 große Förderwerke in Deutschland, die vom Staat mitfinanziert sind. Hier auch eine kleine Übersichtsgrafik. Die sind ein bisschen unterschiedlich ausgerichtet, also ein paar sind eher parteinah, ein paar ein bisschen religiöser geprägt oder auch wirtschaftsnah. Dadurch, dass sie diesen verschiedenen Stiftungshintergrund haben, unterscheiden sie sich auch ein bisschen im ideellen Programm, also was für Themen sind da vorherrschend, was für Seminare oder Angebote gibt es. An sich bekommt man aber immer gleich viel Geld und auch die Auswahlverfahren sind eigentlich relativ ähnlich. Man kann sich normalerweise immer selbst bewerben oder durch die Schule oder durch die Uni vorgeschlagen werden und dann gibt es irgendeinen Auswahlprozess, also entweder gibt es ein Komitee aus ExpertInnen, die dich kennenlernen und quasi einschätzen, ob du zu der Stiftung passt. Manchmal gibt es das auch, dass die schon gefördert werden, da ein Mitspracherecht haben und dass du mit denen schon Kontakt hast und natürlich sind die Bewerbungskriterien ein bisschen unterschiedlich, also was muss ich alles einreichen, bis wann muss das quasi dort sein. Wenn jetzt vielleicht von diesen 13 Förderwerken du sagst, ich habe das Gefühl, da passt eigentlich nichts so richtig zu mir, ich sehe mich da vielleicht auch nicht, dann informiere dich gerne nochmal bei eFellows oder bei Stipendienlotse zum Beispiel. Es gibt nämlich noch unzählige weitere kleinere Stipendien, die dann eben nicht vom Staat mitfinanziert sind, aber vielleicht von irgendwie Betrieben oder privaten Stiftungen. Die haben meistens auch nochmal ein bisschen ein spezielleres Profil, was du vielleicht an Interessen mitbringen solltest, was so deine Talente sind. Und genau, es gibt auch viele Förderungen, die oft gar niemanden finden, wo dann die Förderung verfällt in dem Jahr, weil sich einfach niemand bewirbt, weil das so spezifisch ist. Genau, also jeder und jede von euch hat irgendein Talent, irgendwas, was
dich interessiert. Deswegen schau dich da mal um. Ich bin mir sicher, da ist auch was für dich dabei. Bleiben wir einmal bei den großen Begabtenförderwerken, obwohl es natürlich ganz viele andere kleine Stiftungen und Stipendien gibt, bei denen es sich lohnt, auch mal vorbeizuschauen. Was genau bringt mir denn so ein Stipendium eigentlich? Was einem wahrscheinlich als erstes einfällt, ist, dass man Geld bekommt und das ist auch mega cool. Man bekommt bei allen dieser 13 Förderwerke 300 Euro im Monat, egal wie viel Geld man verdient oder wie viel Geld man vielleicht schon als Vermögen hat. Das ist meistens die Studienkostenpauschale, manchmal wird das auch Büchergeld genannt, aber das kannst du ausgeben, für was du möchtest. Das Geld bekommst du quasi immer, jeden Monat. Und dann haben die Stipendien noch ein sogenanntes Grundstipendium. Das ist dann abhängig davon, wie viel Geld du verdienst, was für Vermögen du hast oder auch bei deinen Eltern. Und das kannst du ungefähr abschätzen, so viel wie du am BAföG bekommen würdest, würdest du dann auch in dem Grundstipendium erhalten. Und zusätzlich gibt es eigentlich immer noch Angebote für eine Auslandsförderung, also für ein Praktikum, für einen Forschungsaufenthalt oder wenn man auch ein ganzes Semester im Ausland macht. Also bei mir bei der Studienstiftung wurde ich zum Beispiel unterstützt in meinem Erasmus-Semester oder jetzt auch bei Medizinpraktika im Ausland, quasi zusätzlich zu dieser Studienkostenpauschale on top. Was mir aber super wichtig ist, ist, dass es neben der finanziellen Förderung auch die ideelle Förderung gibt. Die hat man irgendwie immer nicht so auf dem Schirm, aber die ist meiner Meinung nach eigentlich das viel coolere. Und zwar gibt es ein bisschen unterschiedlich, je nach Stiftungshintergrund, Angebote, dass man auf Sommerakademien gehen kann, dass man Sprachkurse machen kann, dass es irgendwelche Workshops gibt. Da gibt es manchmal welche vielleicht an einem Hochschulort oder auch irgendwie in Deutschland oder auch europaweit, wo man dann hinfahren kann, wo man sich austauschen kann, wo man super coole Leute kennenlernt, Neues lernen kann und vielleicht auch ein bisschen mal über den Horizont rausschauen kann, was man sonst im Studium die ganze Zeit macht. Außerdem ist man vernetzt mit der Hochschulgruppe vor Ort oder vielleicht auch mit den Nachbarorten. Man hat normalerweise einen Dozenten oder eine Dozentin, die für einen zuständig ist, die einen auch beraten kann, wenn man sich überlegt, ach, irgendwie weiß ich nicht, wie ich mein Studium so richtig ausrichten soll, möchte ich nochmal ins Ausland oder so, die können dich dann beraten. Wie kannst du da unterstützt werden? In welche Richtung soll das irgendwie gehen? Und es gibt natürlich auch ein riesengroßes Netzwerk an Menschen, die schon gefördert wurden in dem Stipendium. Das heißt, man bekommt vielleicht da über Kontakte mal einen Praktikumsplatz oder man kann auch da von den Erfahrungen profitieren, die jemand anders hatte, vielleicht in einem ähnlichen Studium, wie du das machst. Es ist wirklich cool auch für die persönliche Entwicklung, weil man mit vielen Leuten zu tun hat, weil man sich eben vielleicht noch mal ein bisschen engagiert über das hinaus, was man im Studium so macht. Und natürlich macht es sich auch immer eigentlich noch ganz nett im Lebenslauf. Und was steigert dann meine Chancen, bei der Stiftung aufgenommen zu werden? Also was genau muss ich eigentlich mitbringen und wie kann ich mein Profil optimieren, damit es dann auch wirklich klappt? Also was man sicherlich sagen kann und was einem auch als erstes einfällt, ist, dass gute Noten sehr gut ankommen. Das ist einfach ein Stipendium, um dich in deinem Studium zu unterstützen. Das heißt, wenn du gute Leistungen erbringst, dann ist das sicherlich ein Pluspunkt. Aber mir ist ganz wichtig, dass auch das soziale Engagement total stark gewertet wird. Also das kann alles Mögliche sein, ob du dich an deiner Schule engagiert hast, irgendwie Nachhilfe gegeben hast, ob du im Verein dich engagierst, in deiner Gemeinde oder ob du in einer Partei aktiv bist. Einfach generell, dass du zeigen kannst, dass du dich über das hinaus interessierst, was von dir erwartet wird im Studium, dass du dich engagierst und für die Gesellschaft einsetzt. Das kann ja extrem unterschiedlich sein und das ist auch gerade das Spannende, was dann die Stipendien gerne von dir wissen wollen. Warum machst du das? Warum findest du das so spannend? Und darin wollen sie dich ja auch unterstützen, dass du eben das Geld bekommst, dass du neben deines Studiums all diese Sachen noch weiterhin machen kannst. Generell gibt es vielleicht so ein paar Grundzüge, die du in deiner Persönlichkeit mitbringen solltest, dass du tolerant bist, dass du sozial kompetent bist und irgendwie motiviert und zielstrebig, aber ich glaube, das kann man sich irgendwie auch schon vorstellen. Die Stipendien unterscheiden sich auch ein bisschen so in den Schwerpunkten, die sie setzen, in den Einzelheiten quasi, was vielleicht besonders ja, gern gesehen ist im Engagement, aber generell sind die Punkte für alle diese 13 Begabtenförderwerke oder auch für die kleineren Stipendien ungefähr gleich. Und vielleicht ganz generell noch zum Schluss, also wenn ihr euch bewerbt und das irgendwie nicht klappen sollte, dann lasst euch davon nicht unterkriegen. Das hat meistens jetzt nichts mit euch oder eurer Kompetenz zu tun, das kann tagesformabhängig sein oder irgendwie die ExpertInnen aus dem Komitee, die anderen Geförderten, ihr hattet irgendwie nicht den gleichen Vibe. Also schaut euch um, bewerbt euch nochmal. Bei vielen Stipendien kann man sich sogar nochmal bewerben oder vielleicht passt einfach ein anderes Stipendium viel besser zu euch. Also bleibt dran und vertraut auf euer Können. Das ist doch ein super Schlussstatement. Bei mir war das übrigens ähnlich. Ich hatte das erste Stipendium auch nicht bekommen. Beim zweiten wurde ich gar nicht erst eingeladen und das dritte habe ich dann direkt bekommen. Also teilweise auch ziemlich random die Entscheidungsprozesse. Und wie gesagt, es lohnt sich einfach immer weiter dran zu bleiben. Ich kenne auch viele Leute, denen ich erstmal einmal in den Hintern treten musste, bis sie sich beworben haben. Sie hätten sich es nie zugetraut und ich kann euch wirklich eine Handvoll Leute, fünf Leute nennen, die es dann probiert haben und es auch wirklich bekommen haben. Es gibt auch sehr viele Fördergelder einfach, das vergisst man auch immer wieder und die müssen verteilt werden und Leute wissen nicht von den Stipendien, bewerben sich nicht und dann sind es einfach verschwendete Mittel, obwohl es echt machbar ist, ein Stipendium zu bekommen. Schau in diesem Sinne gerne auch bei uns in unserem kostenlosen Mentoring vorbei. Wir unterstützen dich da gerne bei der Bewerbung, bei deinem Vorhaben und vernetzen dich mit unseren Mentorinnen und Mentoren, die selbst Stipendiaten sind bei den verschiedensten Stiftungen und dich kostenlos unterstützen.
Andere tolle Initiativen, die dich kostenlos supporten, sind außerdem unter anderem Applicate, Wayvisor, Project Access und das Aelios Förderwerk. Laura, vielen Dank dir für diese tolle Übersicht. Im Rahmen von Legmon werden wir jedes einzelne Stipendium auf unserem Kanal vorstellen und da hilft dieses Video natürlich, einmal so einen Überblick zu schaffen. Ja, vielen Dank dir, Michi, dass wir das Video zusammen machen konnten. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und drückt euch die Daumen fürs Studium, für alles, was ihr euch vorgenommen habt und besonders natürlich auch für die Bewerbung für ein Stipendium. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder und ja, macht's gut! Das war's auch schon mit dem Video. Über ein Like und ein Abo freuen wir uns sehr. Schau auch sehr gerne bei unserer neuen kostenlosen Challenge-App Legmon vorbei, die wir vor kurzem released haben. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!